Vieles berichtet worden von sogenannten Spin-offs aus der Raumfahrt. Außer der Teflonpfanne fällt einem manchmal nicht furchtbar viel mehr ein. Natürlich gibt es sehr viel mehr Dinge, die uns die Raumfahrt auch für das tägliche Leben gebracht haben. Und eines dieser spannenden Produkte, diesmal aus der russischen Raumfahrt, werden wir heute vorstellen und ist Gegenstand des folgenden Gesprächs. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament, diesmal als Alpenparlament vor Ort vom Bodensee, vom wunderschönen Schloss Wartensee. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Kneus und Peter Andres. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich sagte, Thomas, Spin-off aus der russischen Raumfahrt, das ist so irgendwo der absolute Ursprung dessen, was ihr dann und du weiterentwickelt hast. Stimmt so nicht ganz, ist nicht ganz richtig. Also es ist so, dass die Amerikaner schon in den 70er Jahren mit Mineralien geforscht haben und sehr erfolgreich eingesetzt haben. Das ist ein Teil davon. Der weitere Teil ist, dass die Russen in der Informationsmedizin schon seit den 50er Jahren forschen. Das ist der zweite Teil. Und was ich mache, ich verbinde diese zwei Möglichkeiten zu einem neuen Produkt. Das ist das die Wahrheit. Gehen wir noch mal zu der Raumfahrt an sich zurück. Was war denn der Hintergrund oder was war das Bedürfnis, die Notwendigkeit, wenn ich Menschen oben im All rumschwirren lasse, mit diesen beiden Komponenten zu arbeiten? Was war die Herausforderung? Warum hat man das überhaupt gemacht? Ja, die Astronauten, die haben sehr unter Strahlung gelitten. Also, wir haben dort ja verschiedene Strahlungen. Wir haben die Strahlung vom kosmischen Bereich und wir haben natürlich die Strahlungen in den Kapseln selber. Und es wurde dazu mal wurde eine Forschungsgruppe beauftragt, etwas zu tun, damit die nicht tot zurückkommen. Und die haben sehr schnell gemerkt, ja gut, wir können es nicht gut einfach so abschirmen, dass da keine Strahlung mehr reinkommt. Also, das heißt, wenn ich das so abschirme, dass keine Strahlung reinkommt, geht auch keine raus und es wird viel zu schwer. Wir können keine Rakete mehr in den Orbit rausschicken. So, man hat dann in den Forschungen gemerkt, dass wir mit Mineralien, die wir kennen, die wir alle auf der Erde haben oder auch in uns selber haben, dass wir da diese Möglichkeiten nutzen können. So, dass wenn die richtig angewendet sind, dass die Strahlung in sich eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, sondern wie der Körper reagiert. Und das ist der Ursprung. Also das Geheimnis auch dessen, was wir nachher als oder jetzt gleich als konkreten Chip erleben, ist, dass nichts abgeschirmt wird, sondern etwas, was an sich problematisch ist, dem Organismus, in umgewandelter positiver Form zur Verfügung gestellt wird. Ja, kann man so sagen, ja. Das heißt, wir haben, hier ein Produkt, was ja gesundheitsförderlich im Sinne von wirklich auch aufbauend ist. Oder wie würdest du das? Es geht in Harmonie, in Resonanz mit dem Körper. Das ist das kleine Ding hier. Ja, sieht aus wie eine Plastikunterlagscheibe. Als ich es das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, oh. Ist das ein Betrug oder was ist das? Ja, Plastikunterlagscheibe für 2 Cent, hat aber unheimliche Wirkungen auf den Körper, auf den Organismus. Seit ich das vertreibe, habe ich Erfahrungen gemacht, dass Leute haben Schmerzen an der Schulter, legen das Handy mit dem Chip drauf, die Schmerzen sind weg. Kopfschmerzen weg.
Das sind die Nebenwirkungen von diesem kleinen Chip. Schöne Fragen Sie Ihren Nebenwirkungen. Arzt oder Apotheker. Besser nicht. Ja. Das ist, dann ist es, wenn du sagst, das Handy, dann sind wir bei einem Thema, was wir vielleicht dann auch gleich am Anfang, du hast es schon angesprochen, mit aufgreifen sollen. Es geht ja auch um die Thematik der Neutralisierung oder der Umwandlung von Elektrosmog. Wir können nicht den Elektrosmog umwandeln. Okay, dann Wir korrigier tun mich. nichts an dem technischen Bereich. Ja. Wir arbeiten im Körper des Menschen. Ja. Wir harmonisieren im Körper, vitalisieren im Körper des Menschen. Der menschliche Körper besteht aus 75 bis 80% Flüssigkeit. Ja. Ja, das können wir nachher mit dem Wein probieren oder mit dem Essig, wie das harmonisiert. Du hattest schon Ja. Einspruch, als ich gesagt habe, es wird umgewandelt. Nein, das ist der Sinn einer solchen Aufklärung. Wie ist es korrekt? Wie würden wir es Ja, also korrekt betrachten? es ist so, dass wir eigentlich einen umgekehrten Weg gehen. Also wir wollen nicht abschirmen, Ja. sondern wir wollen die verschiedenen Felder, die nicht nur, wir reden ja nicht nur vom Handy, wir reden ja von Technik. Wir sind hier umgeben von Technik, dass wir die Technik nutzen, also dass wir die Magnetfelder nutzen, dass wir Bildschirme, wo wir täglich arbeiten, die Maus Ja. ist ein täglicher Gegenstand, die Tastaturen, dass wir die nutzen, also dass wir uns da etwas Gutes tun in der Arbeit und die Technologien nicht immer nur verteufeln, sondern wir leben mit dieser Technologie. Alle, die ich kenne, leben mit dieser Technologie. Sie Klar. fahren mit dem Zug, Autos, Flugzeug. Flugzeuge, sie haben Strom zu Hause. Ich kenne niemanden, der noch mit Kerzen. Kerzen ein Buch liest. Ja, Petroleumlampen. genau. Also das kann man nutzen. Ganze Betriebe mittlerweile nutzen diese Technologie, ja. Indem dass sie mit Licht das Licht informieren mit dieser Technologie. Ja. Also nicht verteufeln, sondern nutzen. Nein, das ist schon klar. Wir haben eine technisierte Umwelt. Insofern müssen wir mit dieser technisierten Umwelt leben. Und man sollte sich auch diesem Zurück in die Steinzeit-Vorwurf nicht aussetzen. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, das, was ja irgendwann einmal auf den Markt gebracht wurde, Thema Handy, ist das ja ein solcher Fall, nie wirklich getestet worden, von Behörden nie wirklich, in allen anderen Bereichen wird ganz stur und streng gesagt, bevor eine neue Technologie, also wenn ich jetzt an Substanzen denke, müsste das Genehmigungsverfahren, muss ich klinische Studien machen, ein riesen Firlefanz. Handy ist einfach auf den Markt gekommen und man hat die Konsequenzen ja, eigentlich nie erfragt. Und jetzt müssen wir sehen, was wir mit dem, was da ist, machen können. Ne? Es ist umstritten, ja. Ja. Die Gegner sagen, es ist schädlich, die Industrie sagt, nein, es ist in den Grenzwerten. Und da ist schon seit Jahren lang Streit, ja. Ich möchte noch Es mal ist ja, ganz es kurz. stimmt ja beides, wenn man die Grenzwerte genügend so manipuliert mit Hilfe der Politik, dass das dann alles passend ist, ist es natürlich in den Grenzwerten. Da Das ist könnte völlig ich klar. stundenlang Ja. Geschichten Ja. erzählen. Ich habe wirklich kriminelle Sachen gefunden auf dem Internet, aber das würde Du jetzt hast aber zu darauf weit gehen. hingewiesen, und den Satz sollte man vielleicht schon sagen, wir werden ja nachher auch ein paar Patientengeschichten uns ansehen. Da gibt es einen kleinen Film bei euch, dass die Betreiber also keine so furchtbar großen Kopfschmerzen sich machen, ob dessen, was bei den Menschen passiert, also die Netzbetreiber. Ja, da hatte ich ein tolles Erlebnis. Wir sprechen auch zu Netzbetreibern und Ja. bitten die, diese neue Technologie einzusetzen. Und da kam eine totale Ablehnung, brauchen wir nicht. Wir bezahlen Millionen, dass es gesund ist. Ja. Ja, so muss man gleich sagen. Das tun sie auch. In Ja. Richtung der Gutachter, der Politik zahlen Richtig. sie einen Haufen Geld, Ja. damit das immer schön gesund ist. Alle Gutachten, die von der Industrie finanziert worden Genau. sind, nicht schädlich Ja, und ja. die nicht von der Industrie finanziert worden Kommt sind, zu anderen Ergebnissen. ja, Ja, da fehlen das halt die ist, Millionen. Das ja. verstehst du einfach nicht. Das verstehen wir alle gemeinsam nicht. Das ist Ja. so. Ich hatte mit einem Handy, nee, mit einem Netzbetreiber. Ja. Netzbetreiber Kontakt gehabt
Und die haben gesagt, das brauchen wir nicht. Das, solange die Leute ein Handy, für ein freies Handy einen Vertrag unterschreiben, brauchen wir das nicht. Außerdem haben wir zwei Projekte in der Schublade, wo ein Handy fast oder ganz strahlenfrei ist. Solange wir nicht gezwungen werden, es zu benutzen, werden wir es nicht tun. Also die Das ist die außerhalb, Situation draußen, ja. was Das wir heißt auf erleben. Deutsch gesagt, wirklich im Klartext, denen ist es komplett egal, was mit den Menschen passiert. Scheißegal Scheiße, waren was die mit den Ländern. Leute. Ja? Ich muss eine Lanze brechen. Tu das. Ich muss eine Lanze brechen. Es sind nicht alle so. Also Nein, es gibt es gibt auch liebe einen, Netzbetreiber, ja, keine na, ich Frage. rede vom Handyhersteller. Es gibt jetzt tatsächlich einen in Österreich, der für ältere Leute Handys baut, der sie diesen Chip standardmäßig einbaut und keine Werbung macht damit. Weil seine Erfahrung selber war, ja, ich fühle mich wohl. Also wenn die Leute so ein Handy kaufen und sich wohlfühlen, sagen es dem anderen auch. Das ist die Werbung. Also die werden nicht aktiv werben, hat wahrscheinlich auch noch rechtliche Gründe, sondern die werden schön einbauen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Mund zu Ja, Mund, ja, genau. ja. Also insofern ein wirklich wichtiger Hinweis und ein guter Hinweis, dass es eben auch verantwortungsbewusste Menschen in diesen Branchen natürlich immer gibt. Und wenn es einen Handybetreiber oder einen Handyproduzent gibt, der das kommentarlos mit einbaut, ist das, da kann man nur Respekt zollen. Also insofern gar keine Frage. Schlimm finde ich nur die Aussage, wir haben es eigentlich in der Schublade und warten darauf, dass die Politik, wie damals beim Katalysator, den Druck macht und dann werden wir reagieren und vorher gar nicht. Wir gucken uns gleich einen kleinen Film an, der sich mit der individuellen Austestung einer Klientin, einer Kundin befasst. Was sehen wir da genau? Und wenn ich das richtig verstehe, macht ihr die Chips oder habt ihr Chips, die nicht standard, also auch, aber nicht nur, und habt solche, die nicht standardisiert sind und die sich konkret beziehen auf die Bedürfnisse desjenigen, der ihn nachher anwenden will. Genau, also was wir in diesem Film sehen, ist so eine Analyse. Die gehen auf zwei Basen. Das eine ist sehr direkt, da schauen wir, wie der Körper, in welchem Zustand das da ist. Und im zweiten Schritt gehen wir ganz tief rein, gehen wir ganz tief in die Organe rein. Da arbeite ich mit Geräten von Professor Butt vom Zentrum für neue Technologien in Omsk. Wieder Russland? Ja, wieder Russland. Wir haben da eine ganz tolle Zusammenarbeit. Die ist insoweit geboren worden, dass ich die Produkte hatte, die sie eigentlich brauchten und sie die Maschinen haben, die ich brauche. Und mittlerweile kann man die Geräte endlich auch kaufen, und zwar die richtig schönen von Professor Butt. Und da ist eine ganz tolle Zusammenarbeit entstanden. So, und im zweiten Schritt sieht man dann ganz individuell das Problem. Also da gehen wir in die Thematik. Wir haben schon gehört, mal Zucker. Also wir haben die Möglichkeit, das Zuckerproblem mal näher anzuschauen und dann den individuellen Chip zu machen. Zum Beispiel bei Kindern. Die Zuckerkrankheit bei Kindern nimmt ja erstaunlicherweise immer mehr zu. Und die Kinder spielen alle mit Spielkonsolen. Und jedes Kind hat heute ab 8 in etwa ein Handy. Für was für Gründe Und die auch immer. PlayStation schon viel Und die früher. PlayStation noch früher. Ja. So, und wenn ich jetzt diesen individuellen Chip nehme und den informiere, dann können sie ja spielen, weil es therapiert zur gleichen Zeit. Darum auch den Sinn. Und den Sinn, diesen Weg auch zu gehen, also zusätzlich zu Ja. gehen. Das, was wir sehen, ist eine wirklich detaillierte Abfrage auch von Organen. Wir sehen so eine Art, ich sage jetzt mal so eine Art Gehirnscan bei einer jungen Frau, wo der Körper abgefragt wird. Und ihr geht zu den ganzen, sehe ich das richtig, zu den ganzen Organismus durch, um auch gegebenenfalls Belastungen oder Probleme. Also es ist fast schon was Diagnostisches. Ja klar, es geht natürlich in die Diagnostik Ja. rein.
Und so werden ja auch neue Schwingungen auch kreiert. Also wir brauchen die ja auch. Also wenn es Krankheiten gibt, in denen wir die Schwingung noch nicht haben, müssen die ja identifiziert werden auf irgendeinen Weg. Und das ist der Weg. Also der geht dann genau gleich, wird dann identifiziert. Die Schwingung wird kreiert, ist Mathematik. Und wird dann in Russland geprüft, ist es so. Und dann wird es gegengeprüft. Und dann wird in St. Petersburg gegengeprüft. Und dann geht es wieder nach Omsk und dann wieder zu uns. Also Also ihr habt dann so lange Wege. einen langen Weg der auch der Kontrolle nochmal, dass so eine Art, also nicht Art, sondern einer hohen Qualitätskontrolle, Ja, die absolut. sicherstellt, dass das, was ihr diagnostiziert habt, nachher auch als Information, denn das ist das Besondere, am Ende dieses ganzen Prozesses nimmst du einen, ich sag mal, neutralen Chip und programmierst ihn, informierst ihn auf Lieschen Müller, auf die konkrete Person, und damit ist der dann passend für die Genau. entsprechende Person, die es dann anwenden soll. Genau. Oder Häuser. Die Problematik mit den Häusern. Oder Firmen oder was auch immer. Du hast jetzt gesagt, Thema PlayStation, Thema Konsolen. Es ist immer etwas, was im Zusammenhang mit dem Elektrosmog steht. Oder du kannst, also so wie ich das gesehen habe, ist es ja eigentlich etwas, was an sich als Therapieinstrument helfen könnte. Ja, natürlich. Also Natürlich. auch unabhängig Der von. Elektrosmog ist ein Beigemüse. Ja, So viel weiß Beigemüse. Okay. Gut, schauen wir uns das einfach mal an. Müdigkeit, Nee. Erbrechen, Appetitabnahme, Unverträglichkeit vom fettigen Essen. Ich muss das mal so in die Hand. Ja. Genau, die Finger auf die Blättchen so rauf, genau. Jetzt sitzt du genau gerade vor dem Bildschirm, nimmst es auf den Schoß und entspannst dich mal. Ne? Ins Polydiagonaldiagnostik, das heißt, du siehst hier dann, wo es misst. Hier. Das kann sein vom Fuß zum Kopf, vom Kopf zum Fuß. Es ist immer eine Eingangssignal und ein Ausgangssignal. Das sind die Messungen und da siehst du dann die Frequenzen auf dieser Seite, die dem Körper zugeführt werden, die dann zur Problemlösung führen vom Körper. Also hier siehst du, wo es arbeitet und hier, was es arbeitet. Okay, bist du bereit? Was sehr schön ist, ist, dass er praktisch immer schön gerade nach hinten verläuft und keinen Abfall hat. Jetzt geht er den Zustand der Knochen anschauen. Das heißt, du hast immer einen gesunden Zustand des Knochenaufbaus. So. Das hast du bereits gesehen, beim Steiß hat er einen roten Punkt gezeigt, hast du den gesehen? Okay, es geht sehr schnell. He? Also du siehst jetzt hier, die Nase, Hals ist alles okay. Sehr schön. Es geht um deine Brustkorborgane, also Lunge. He? Du siehst hier die Überschneidung, die sollte nicht sein. He? Die rote Linie müsste links stehen, parallel zur blauen Linie. Ganz am Ende haben wir gesehen, die Programmierung, die Individualisierung. Das, was du in den Händen hältst, ist ein individualisierter oder ist Ein ein standardisierter? standardisierter. Also das gibt es auch. Kannst du dazu nochmal gerade Es was? Also geht, es gibt beides. ja, wir wollen ja die breite Masse erreichen
so ein Scan ist teuer, man muss individuell an den Computer. Dieser Chip hier arbeitet auf derselben Basis, was wir eben gesehen haben, aber standardisiert für jeden Menschen. Das heißt, bestimmte Schwingungen, Mineralien, die der Körper braucht, transportieren wir mit den elektromagnetischen Feldern vom Handy in den Körper. Ja. Deshalb brauchen wir eigentlich hochfrequente Geräte, um die Schwingung besser verstärkt in den Körper zu transportieren. Vielleicht ganz kurz. Ja, Thomas. In diesen Chips sind ja, das ist ja nicht Plastik. Das Plastik brauchen wir ja nur als Trägermaterial. Als Träger, ja. In diesen Chips sind verschiedene Mineralien. Diese Mineralien sind identische Mineralien, wie wir sie im Körper drin haben, wie wir sie überall haben. Und sagst du ein Beispiel oder ist das Betriebsgeheimnis? Ja, möchte ich nicht so nahe reingehen, ich nehme mal Magnetit. Ja. Haben wir überall. So, und jetzt, die Mineralien haben ja die unwahrscheinlich gute Eigenschaft, dass die, wenn sie in Resonanz kommen, miteinander kommunizieren. Das heißt, der Chip alleine ohne Handy bringt ja schon was, weil er in Resonanz geht mit den Mineralien. Wenn ich ihn jetzt informiere, wird er ein Biotransmitter. Das heißt, wenn ich ihn informiere, nimmt er die Informationen und trägt sie bis in die kleinsten Teile im Körper rein. Vom Mineral. Also das Mineral trägt es zum Mineral im Körper. So erreiche ich alle. Auf dem Informationsweg. Auf dem Informationsweg, ja, genau. Ja. Ohne dass einer irgendetwas dazu tun muss. Ja. Jetzt, wenn ich es mit dem Handy verbinde, das Handy hat ein Magnetfeld, das verstärkt diesen Effekt noch. Also Handy-Telefonieren wird richtig gesund. Ja, es macht Spaß. Ja. 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 Und man fühlt sich gut. Ja. Ja. Da kann sich die Branche ja freuen, dass ihr die Probleme gelöst habt, die selber geschaffen haben. Aber das ist ja völlig in Ordnung, denn in dem Moment, wo es wirklich so ist, dass auf die Art und Weise das Telefonieren zu einem Gesundungsprozess führt, soll's ja in Ordnung sein. The feel good phone. Ja. Ja. Aber es ist ja nicht nur fürs Handy. Sag doch noch mal ein paar andere Anwendungsbeispiele, wo du im Haushalt oder im Büro mit den Chips arbeiten, mit den standardisierten Chips erstmal arbeiten kannst. WLAN, ganz ja, heftig. Ja. Ja, wir werden täglich bombardiert von WLAN, von unseren eigenen, aber auch den Nachbarn und so weiter. Da muss ein Chip drauf. Decktelefone sollen fast noch schlimmer sein wie die hier. Also die Telefone, die schnurlosen zu Hause, ja. Von den ganz normalen Festnetztelefonen, ja. Die du dann im Haus... Ja. Bildschirm, Smartphone, ja. Ja. Wie ist Tablets, mit Computern? Computer, ja. Ja. Die ganze Palette. Jeder Haushalt braucht so um die 8 bis 10 Chips, um die wichtigsten HF-Geräte zu kommunizieren. Ja. Würdest du... wenn du sagst WLAN, ich meine, wir haben ja mit dem Thema WLAN beispielsweise an Flughäfen zu tun. Du kannst ja nicht hergehen und sagen, so, ich fliege jetzt hier, was haben wir hier in der Nähe, Altrhein, St. Gallen und klebe da, bevor ich mich da hinsetze, erstmal bei denen auf dem WLAN was drauf. Kann ich denn was individuell bei mir tragen, was mir dann die Dinge, die auf mich, wo ich keinen Einfluss habe, aber um mich rum sind, das dann nicht neutralisiert, sondern, wie wäre der richtige Begriff? Für vitalisiert. Den, vitalisiert, genau, das hatte ich gesucht. Wenn ich Handy das reicht, Handy an mir trage, reicht das. Dann habe ich im Umkreis von ja. 1,52 Meter, bin ich mehr oder weniger geschützt. Weil aber es gibt auch einen Anhänger, habt ihr beispielsweise Anhänger entwickelt. Anhänger haben wir hier sowas hier. Dann haben wir ein sehr schönes in Silber vorbereitet. In der heutigen Zeit besser als jeder Euro. Ja. Das ist auch nochmal gut angelegt. Ja. Gute Sache. Ja. Also einfach so als Schmuckstück. Ja. Als Schmuckstück. Ja. Und das heißt, ich hätte, wenn ich mit einem solchen Schmuckstück rumlaufe, Stichwort nochmal WLAN, was du angesprochen hast, auch dann, wenn an dem WLAN selber nichts gemacht wurde, im Hotel, im Flughafen, wo auch immer, in den Zügen heute, in ICE-Zügen in der BRD, hab ich diese Vitalisierung bei mir. Das geht ja in Resonanz mit meinem Körper. Ja. Mein Körper ist vitalisiert. Das ist das Energiefeld vom Körper. Ja.
Und was du gesagt hast, diese Verbindung zwischen den Mineralien, das ist eigentlich das Geheimnis, dass du informierte Mineralien hast, die dann mit den körpereigenen Mineralien In Resonanz. in Resonanz Treten. treten. Eigentlich eine, ich sag mal, total simple, also von der Philosophie her, Angelegenheit, auf die man auch als Netzbetreiber oder Handyhersteller längst hätte kommen können. Es ist eigentlich kein Zauberwerk, es ist Na, solide 23 Forschungsarbeit. Jahre von meinem Leben. Ja. Aber es gibt auch Fluggesellschaften neu, wo jetzt, also chinesische, die jetzt einen Versuch Ja. lanciert haben im Flugzeug selber, ja. Läuft zurzeit. Spannend. Also ein österreichischer Handyhersteller und eine chinesische Fluglinie. Ja. Ja, vielleicht sollten wir öfters nach China fliegen. Es Oder scheint gesund zu oder sein. mit einer chinesischen Fluggesellschaft. Fluggesellschaft, genau. Und dann mit dem österreichischen Handy Genau. telefonieren. Ausgezeichnet. Genau. Jetzt nicht, weil wir Alkoholiker sind, haben wir hier Wein stehen und in den anderen beiden habt ihr ganz normalen Essig. Peter, dabei hast du dir was gedacht. Was wollen wir jetzt hiermit tun? Ja, ich werde jetzt mit meinem Handy ein Glas Wein harmonisieren Ja. und ein Glas Essig. Und das kann jemand aus dem Publikum probieren. Das machen wir schon hier. Ja, Ja, ja. oder wie machen das? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Schenkst du mal bitte ein. Das war. Das ist also ganz normaler Essig. Ja. Ja, das riecht man in der Tat schon vom Vorbeigehen. Und den einen Wein stellst du auch weg. Ja. Der muss eine gewisse Entfernung haben, sonst wird er auch harmonisiert. Vitalisiert. Ja. Ja. Das bedeutet, und insofern ist das eine ganz wichtige Nebenbei-Information, die du gerade gegeben hast, der Radius eines Das solchen. habe ich. Nein, du hast doch das Viereck geteilt. Ja. Aber das hier, das. Der Radius eines solchen Chips ist wie groß etwa? Thomas, kannst du. Ja, wenn du ihn persönlich also mit diesem Teil am Körper trägst, ja, dann geht es auf den Körper. Ja. Und wenn du es auf dem Handy hast, geht es mit dem Magnetfeld vom Handy etwa 3 bis 4 Meter so. Hängt also in dem Fall mit dem Träger, das Handy Ja. macht das Ja. etwas größer. Also du verstärkst Deswegen den mussten wir die Effekt. beiden Dinge wegstellen, Genau. damit man den Ja. Unterschied auch merken kann. Was wäre jetzt der erwartete Unterschied? Also was wäre jetzt, würdest du etwas anderes schmecken? Würdest du etwas anders riechen? Was würde man. Also zu Lebensmitteln und Getränken ist es so, dass in Werdenswil an der Universität
schon Tests gefahren haben, und das Verflixte ist, die merken immer zu 100% einen Unterschied. Sie wissen nur nicht, ist es jetzt besser oder nicht. Aber es geht ja darum, einen Unterschied festzustellen. Ja, ja. Weil wir setzen das in der Lebensmittelindustrie sehr wohl ein. Es gibt einen Hersteller von Antipasti, der macht Joghurtsoßen. Die sind ein halbes Jahr haltbar mit diesen Chips, ohne Chemie. Nur mit diesen Chips. Du brauchst keine Konservierungsmittel mehr. Der macht das schon seit 2 Jahren. Ja. Sehr erfolgreich. Und weist der darauf hin oder ist das auch nicht? Nein, jeder isst, jeder kennt es, jeder geht in der Schweiz hier in die Mikro. Ja, und es funktioniert. Ist auch wieder total spannend, weil das natürlich einerseits das Thema Konservierungsstoffe, was auch ein ganz heißes Eisen ist, im Lebensmittelbereich quasi neutralisiert, mit einem solchen Chip neutralisiert. Die größten Lügen sind in der Lebensmittelindustrie. Und die Haltbarkeit ist natürlich etwas, wenn man weiß, welche Millionen Tonnen nur in unseren 3 Ländern jeden Tag weggeschmissen werden, im Lebensmittelbereich, die unvorstellbare Größenordnungen, wenn ich da natürlich eine andere Haltbarkeit habe, komme ich auch da in mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltbewusstsein und sowas rein. Und weniger Umsatz. Ja, es gibt auch Restaurants, die das sehr gezielt einsetzen, damit sie weniger würzen müssen. Mhm. Also das ist ein Kostenfaktor, Gewürze. Und es ist vor allen Dingen, man arbeitet nicht mehr mit Zusätzen. Ja, also, ja und der Hersteller, den ich meine, da am Bodensee, der die Antipastis macht, der hat zum Beispiel das Problem der kleinen Tomaten. Denen fehlt der Geschmack. Und er setzt gezielt die Blättchen ein, damit der Geschmack normal ist und nicht so ein Beschiss mit Aromastoffen, die man drüber schmeißt, sondern wirklich die Tomate den Tomatengeschmack bekommt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mit einer solchen Behandlung die in einem Produkt, Stichwort Tomate, liegenden, ursprünglichen Geschmacks- und Inhaltsstoffe, wieder, da kommt das Vitalisieren natürlich voll zu seinem Recht, zu vitalisieren und aus dem rot angemalten Wasserbällchen wieder eine echte Tomate zu machen. Genau. Ja. Geschmack und die Vitalität verändert sich. Ja. Während die Farbe. Und die Farbe. Während das jetzt so vor sich hin vitalisiert, haben wir noch einen zweiten Film, den wir uns ansehen, bei dem, man muss eigentlich fast schon sagen Patienten, es geht um Medizingeschichten, auch wenn ihr wahrscheinlich sagt Klienten oder Kunden, Patienten erzählen über unterschiedliche Befindlichkeiten, gesundheitliche Probleme. Einmal geht es um Elektrosmog, es geht aber auch um andere Themen. Und darum, was sie für Erfahrungen gemacht haben und mit in Verbindung mit einer Nutzung des Chips. Und in einem Fall hast du die ausgetrickst und hast ihr den wieder weggenommen, werden wir gleich sehen. Und was dann wieder eingetreten ist, als die Wegnahme stattfand. Ich bin elektrosensibel in sehr hohem Maße und ich möchte kurz meine Körpersymptome beschreiben. Also wenn eine starke oder auch eine schwache Mobilfunkstrahlung ist, dann verkrampft sich mein ganzer Körper. Das Herz zieht sich zusammen, der Kopf, der Kiefer, Speichel geht zurück. Es sind Symptome wie bei einem totalen Schock. Das Körperwasser lädt sich auf, ich muss dauernd das Wasser entleeren und es ist sehr dramatisch für mich. Ich kam durch einen Bekannten in Berührung mit einem Chip, der diese, ich nenne es jetzt mal für mich, sehr unheilvollen, schmerzhaften Schwingungen umwandelt in Heilschwingungen. Und er bat mich, sein Handy mit dem Chip in die Hand zu nehmen. Und ich nahm es natürlich. Und es war ein Wunder für mich. All die Schwere, all die Verkrampfung, all das, was im Körper zuvor war, weil wir an einem Ort waren, wo sehr viel Handyschwingung war, Mobilfunkschwingung, löste sich komplett auf. Und ich war glückselig.
Und wir wollten dann kurz spazieren gehen. Ich übergab das Handy wieder. Und und es war gut, mir ging es gut. Und dann bat mich mein Bekannter, ich soll doch das Handy bitte nochmal nehmen, noch einen Versuch starten, ob es auch stimmt. Und ich nahm es und alles zog sich wieder zusammen. Ich hatte wieder diese fürchterlichen Symptome, die Kopfschmerzen bauten sich auf, das eiskalte Brennen, das von den Fußsohlen hochsteigt, den ganzen Körper. Ich fühle mich da jedes Mal wie im Atomkraftwerk, ja, so wie verätzend alles. War wieder da, ich sagte das meinem Bekannten und er sagte, ich habe den Chip wieder rausgenommen. Also ja, der Körper reagiert unmittelbar. Ich als Mensch habe leider gar keinen Einfluss darauf. Es ist wie fremdgesteuert. Und so fühlte ich eben diese wirklich Heilschwingung, wie gut es mir ging. Er gab mir dann nochmal sein Handy mit dem Chip und sofort löste sich alles wieder auf und es ging mir einfach wunderbar. Also ich bin seit längerer Zeit oft müde und erschöpft und jetzt habe ich zum Glück den Vita-Chip bekommen und habe es einfach mal ausprobiert und ihn unter das Kopfkissen gelegt und habe festgestellt, dass ich viel erholsamer schlafe und auch mehr Kraft habe und mehr Energie und nicht mehr so müde bin und viel seltener einen Mittagsschlaf brauche. Also ich bin heute da, weil ich von meinem 9-jährigen Sohn erzählen möchte, der seit er 3-jährig war, stark mit Heuschnupfen und Allergien zu tun hat, vom Frühling bis in den späten Herbst hinein. Wir haben vieles ausprobiert. Wir sind von Arzt zu Arzt und es konnte ihm eigentlich niemand richtig wirklich helfen. Nur die Standardmedikamente wurden ausgegeben, Augentropfen und eben antiallergische Tabletten. Wir haben es Bioresonanz probiert und. Dann sind wir auf den Thomas gestoßen, über eine Bekannte. Und seit er ihn das erste Mal therapiert hat, hat sich's recht verbessert alles. Er hatte weniger Heuschnupfen, weniger Augenprobleme. Also die Kinder haben die Vita-Chips bekommen für die Spielkonsolen. Wir haben auch zu Hause auf jedem Computer. Ja, dem Niklas geht's auch definitiv viel besser. Er ist in der Schule konzentrierter, hat sehr Mühe gehabt, auch durch die Belastung des Heuschnupfens. Ich bin die Katrin Leumann, ich komme aus der Schweiz und ich bin Spitzensportlerin, Mountainbikerin. Ich war schon Schweizer Meisterin, Europameisterin und auch Staffel-Weltmeisterin. Und ich benutze die Vita-Chips auf meinem Handy und bei jedem Training und auch bei den Rennen habe ich in der Hose einen größeren Vita-Chip auf meinen Beinen, die mir das Training erleichtern. Sie sind speziell auf mich programmiert, auf meine Bedürfnisse abgestimmt und sie helfen mir so, die Säure in den Beinen und vielleicht auch ein bisschen die Schmerzen zu mildern und dadurch kann ich natürlich bessere Leistungen abrufen. Spannend fand ich jetzt, ich hatte es ja ganz am Anfang schon vor dem Film gesagt, dass du die eine Patientin so ein bisschen auf den Arm genommen hast. Die Reaktion war krass, als das, du ihr wieder das falsche Handy, also das Handy ohne Chip gegeben hast. Also die Carmen ist so elektrosensibel, dass ich Bedenken hatte, dass der Standardchip funktioniert. Ich hatte schon gedacht, sie mit dem Thomas einen individuellen Chip zu programmieren. Aber es hat funktioniert. Ich habe ihr das Handy gegeben, gebe es ihr in die Hand und die hat höllische Angst vor Handys. Du nimmst keins in die Hand, kommt nicht in die Nähe. Die fragt dich, hast du ein Handy in der Tasche? Ich fühle mich so komisch. Ja. Die ist so sensibel. Dann habe ich ihr das Handy in die Hand gegeben und es hat funktioniert. Das fühlt sich gut an. Und dann habe ich den Chip abgezogen und habe es ihr in die Hand gegeben. Ohne den Chip, dann ist sie fast zusammengebrochen. Ja. Aber sie wusste das nicht. Sie wusste es nicht. Sie hat quasi dir vertraut, dass das immer noch das Handy mit dem Chip ist. Und dann. Ich wollte einfach den Unterschied wissen, habe einfach den Deckel abgezogen. Das sind Menschenversuche. Aber die Resonanz ist ja gigantisch. Sie war total glücklich und Und sie hat das jetzt, also wenn sie mit einem Handy telefonieren sollte, macht sie das jetzt mit? Ja. Also jemand, der hochsensibel gewesen ist
oder unverändert ist, ja, kann plötzlich mit einem Handy telefonieren und fühlt sich auch noch gut dabei. Richtig. Gigantisch. Hat sich jetzt hier schon was bei uns? Vergleich es doch bitte. Ist doch das Beste. Ja, also trinken werde ich dieses Zeug nicht. Ja, Essig, weiß nicht. Also man kann sagen, was man will, es ist ein in der Tat himmelweiter Unterschied. Das ist das typische, riecht selber, also vom absolut das krasse Essige, während das also deutlich sanfter, ja. Es ist immer noch Essig, aber es ist etwas, was deutlich sanfter ist vom Geruch. Während das eine richtig in die Nase sticht, ist das andere mild. Man merkt, es ist ein Essig, aber so ein ganz milder, sanfter Essig. Jetzt mache ich das beim Wein genauso. Okay. Der Handywein. Kannst gerne probieren, dass es, man schmeckt. Nee, dann kommen die Zuschauer auf falsche Gedanken. Also hier, ich bin ein Freund australischer oder schwerer spanischer Rotweine. Der ist sehr viel dichter bei einem, ich sag mal, Shiraz oder Barolo dran, während der also sehr viel fruchtiger, auch rasser ist. Das ist also ein Tafelwein, das ist ein normaler Tafelwein. Also das ist eigentlich vom Geruch her etwas sehr viel Schwereres. Also ich habe schon mal für einen Weinvertrieb aus einer Flasche 4 verschiedene Weine gemacht. War lustig. Man müsste das mal mit einem echten Experten, der so... Ja, das war nicht. Ah, hast du sogar mal... Ja, und der hat... Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Und wieso hast du aus einer Flasche 4 verschiedene... Ich habe verschiedene programmierte Chips gemacht. Ah, so, okay. Eben, der Schwere. Der leichte. Und so macht man auch aus einem Wein, der aus einer Dose kommt, so macht man einen guten Wein. Das ist ein Wunderchip mit Nebenwirkungen. Ja. Wenn ich mein Handy in die Hand nehme, gehen die Kopfschmerzen weg, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Erlebe ich jeden Tag. Ich gebe den Leuten das Handy, frage sie, hast du Schmerzen oder so? Ja, mein Handgelenk oder Schulter. Sag ich, leg mal das Handy kurz drauf mit dem Chip. Und nach 2 Minuten sage ich, ist weg. Und die Kopfschmerzen auch. Wie geht das? Wie ist das mit bei einer solchen Behandlung mit mit dem Anhalten, mit der Nachhaltigkeit? Ist das etwas, was jetzt im Moment weg ist? Also ich sage jetzt mal, ich werde jetzt mal in den Anforderungen richtig krass. Du hast echt rheumatische Beschwerden, richtig Knochenschmerzen. Mhm. Und ist das dann morgen wieder da? Oder? Ja. Also da reden wir dann von therapeutischen Maßnahmen. Ja. Also der Chip kann das nicht, der Standard-Chip. Aber er kann dir eine Linderung bringen. Also wenn du Kopfschmerzen wirklich hast, du hast eine Migräneanfall, da hilft es in der Regel. Also, da hilft es in der Regel. Wenn die Migräne aber einen anderen Ursprung hat, der tiefergründiger ist, ja, dann muss man das anschauen. Ja. Also für das haben wir dann wieder die individuelle Lösung. Ja. Okay, das heißt aber, in dem Moment, wo ich dann von der Standardlösung zu der individuellen Lösung komme, kann ich Gelenkschmerzen oder Migräne oder solche Dinge nach der entsprechenden Austestung und der individualisierten Programmierung dann auch als Dauer einsetzen. Ja. Da würde sich dann so ein Schmuckstück oder nein, das Handy. Ganz gut, du hast natürlich jetzt nachts nicht ein Handy in der Brusttasche. Doch, oder unter deinem Kopfkissen gibt's ja. Okay. Ja, also es jetzt hat ein die bisschen, eine ja auch erzählt. Es ist, es ist ein bisschen anders halt. Ja. Oder unter dem Bett. Ich habe hier ein Beispiel, zwei Frauen, die hatten Krebs und sind durch die ganze Chemo und alles durch, sind jetzt voll mit Drogen gepumpt für die nächsten 5 Jahre und die können nicht schlafen und am Tag haben sie keine Energie. Und dann habe ich ihnen den Chip gegeben und gesagt, leg mal aufs Handy und leg sie auf den Nachttisch. Die haben mich beide morgens entgeistert angerufen, ich bin so dankbar, ich habe seit Monaten habe ich geschlafen wie ein Engel. Seit Monaten nicht. Mhm. Ja. Es ist ein Wunderchip. Wenn man sich das alles so anhört, schreit das ja eigentlich danach, dass man
ich sag mal, mit offiziellen Stellen, mit staatlichen Stellen oder auch mit der entsprechenden Industrie sehen müsste, in Kooperation oder in Verbindung zu treten. Was ist denn da, ich sag mal, der Appell, die Vision, wo könnte das und wo sollte das hingehen? Ja, ich appelliere an die Industrie, an die Politiker, an die Entscheider, mit uns Projekte zu machen, aktive Biotransmitter herzustellen, kundenspezifisch für ihre Bedürfnisse. Und da würde ich Sie einfach bitten und mit uns Kontakt aufnehmen. ac-blueplanet.com. Wir werden die Adressen gleich noch einblenden Oh, bei staatlichen Stellen. Also ich sag mal, ich weiß auch, dass das sicherlich eine Vision ist, die an der politischen Realität dieser Länder, unserer Länder vorbeigeht, aber Gesundheitspolitiker, gibt es da irgendeinen eine Resonanz, eine Möglichkeit? es gab schon Versuche mit Staatsbetrieben. Die waren sehr erfolgreich, die wurden dann aber irgendwann effektiv abgeblockt. So dass jetzt kleine Einheiten kommen vom gleichen Betrieb. Also es ist nicht gestorben, es kommen kleine Einheiten, aber nicht als Gesamtlösung. Ja. Ich glaube, da fehlt im Moment noch die Zeit, aber die Zeit wird auch kommen. Also bin ich überzeugt. Klar, in einer Zeit, wo man auch hoffen kann, dass selbst Bürokraten irgendwann mal aufwachen, Ja. wird das sicherlich ein Punkt sein. Denn wir haben nun einmal eine Umweltattacke, der wir jeden Tag ausgesetzt sind, in unterschiedlichsten Bereichen. Und wir brauchen nur über die Straße zu gehen, wir brauchen einen Zug zu fahren, ein Flugzeug zu fliegen. Überall begegnet uns das. Und insofern wäre da natürlich ein bisschen mehr Umwandeln all dieser vorhandenen Energien zugunsten des Körpers eine sinnvolle Geschichte. Ich meinte jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr Staatsbetrieb, ich meinte vor allen Dingen staatliche Stellen Ja. wie Ministerien, die sich mit dem Thema Gesundheit, ich meine, das, was ihr hier produziert und das, was ihr bietet, ist eine Vitalisierung des menschlichen Organismus. Das ist ein Stück Gesundheit, was ihr den Menschen gebt. Sollte eigentlich, die Teile heißen ja Gesundheitsministerium, da irgendwie auch mal Beachtung schenken. Gibt es da Resonanz aus Ich der bin mit Politik? einigen Professoren in Ja. Kontakt, die eben ganz deutlich auf die Nebenwirkungen von Elektrosmog hinweisen. Die haben meistens kein Labor oder sind aus dem System raus. Ja. Die ein Labor haben und die Tests machen könnten mit uns, die sind leider nicht willig. Wir sind im Ausland am Schauen, aber jetzt hier in Deutschland, in der Schweiz eben nicht. Die Möglichkeit, also ihr sitzt in der Schweiz, Ja. ja, sitzt in der Schweiz, aber es ist überhaupt gar kein Problem, dass auch in Österreich oder in der Bundesrepublik die Chips Wir haben eine GmbH organisiert. gegründet in Ja, Deutschland, okay. um die EU zu bedienen. Ja. Ja. Und kann übers Internet bestellt werden. Ja, vielleicht wird ja mal irgendjemand von der Brüsseler Bürokratie aufmerksam auf euch, aber wahrscheinlich wird man da ähnlich lang Das wäre warten. schön. Ich appelliere einfach an das Ja. Volk und sage, nehmt eure Gesundheit selbst in In die die Hand, Hand. ja, genau. Ja, kauft euch den Chip, der hilft euch und Vor allen Dingen ist ja total praktisch, man holt sich irgendeinen billigen Wein aus dem Supermarkt, stellt Ja. das Teil da drunter, hat anschließend einen schönen Barolo. Ja. Also, Mindestens das so. ja. Also wenn man schon die anderen Dinge außer Ja. Acht lässt, aber das ist ja nun etwas, was wirklich Spaß macht und Genau. auch nochmal Geld spart. Mir persönlich geht es um die Gesundheit der Menschheit. Wir sollten eigentlich von normalen Handspalten, Ja. sollten wir 49 Euro haben. Wir wollen es aber der breiten Masse zur Verfügung stellen, sodass wir ganz unten angesetzt haben, wir verkaufen diesen Chip für 38 Euro. Davon gehen 7 Euro mal ins Finanzamt, sind noch 31 und es ist ganz unten Ja. angesiedelt. Wichtig ist noch, dass wir dem Kunden absolute Sicherheit geben. Er hat 90 Tage das Recht, den Chip zurückzugeben. Money-back-Garantie. Okay. Bekommt sein volles Geld zurück und wir geben lebenslange Garantie auf Funktionalität. Auch das ist sicherlich etwas, was selten ist, dass man eine lebenslange Garantie hat. Man hat heute eigentlich eher bei Industrieprodukten den Eindruck, dass die Sollbruchstelle direkt nach dem Ablauf der Garantiezeit eingebaut ist und dann eben ein neues
Gerät gekauft werden soll, ein neues Produkt gekauft werden soll. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Ein total spannendes Produkt aus der ganz ursprünglich aus der Raumfahrt, was du entwickelst oder weiterentwickelt habt und jetzt entwickelt habt und den Menschen zur Verfügung stellt, in einer Zeit, wo wir vielen Belastungen ausgesetzt sind und auf die Art und Weise das rumdrehen können zur Vitalisierung des eigenen Körpers. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, www.vita-chip.de ist die Internetseite für, ich sag mal, den Normalverbraucher, der Interesse hat von euch, von Ihnen, sich einen solchen Chip zuzulegen und aufs Handy zu pappen. Der kann hier aktiv werden, weitere Informationen sich ansehen, und www.ac-blueplanet.com wäre für diejenigen unter Ihnen die richtige Internetseite, die hier auf der industriellen Seite kooperationspartnermäßig in Kontakt treten wollen und vielleicht einfach mal ausprobieren wollen für das eigene Unternehmen, was man dort an Optimierung und einer Lebensverbesserung für die eigenen Mitarbeiter erreichen kann. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit wie immer ein herzliches Dankeschön. Herzliches Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen beim Alpenparlament und bei dem nächsten Schlossgespräch.